Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Super Smash Bros. Für die Wii U. Und dieses Mal schauen wir uns den Dingensmodus an. Den Stadionmodus. Und zwar gibt es hier wieder den Multismash, wieder den Home-Run-Wettkampf und wieder den Scheibenbomber. Ich weiß gar nicht mehr, den Home-Run-Wettkampf habe ich, glaube ich, auf dem 3DS mit Ganondorf gemacht. Habe ich euch, glaube ich, auch im letzten Part noch gezeigt, dass ich da irgendwie 1194 Meter waren es, glaube ich, gemacht habe. Ich versuche es einfach mal wieder zu geben, wie ich es gemacht habe. Ich bin mir aber ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher. Also ich habe, glaube ich, dreimal Smash zur Seite. Wenn ich weiß gar nicht, ob es hier auch noch so funktioniert. Also einmal, zweimal und... Oh, fuck. Machen wir es mal so. Ihr müsst auf jeden Fall versuchen, dass ihr mit, wenn ihr den Baseballschlag macht... Nee, der muss viel mehr Schaden haben. Ich glaube, 174 Schaden oder so musste der haben. Dann flog er über 1000. Wenn ihr... Oh, verdammt, ich darf nicht so lange aufladen. Ich bin so doof. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, das nochmal. Erneut. So. Wenn ich am Anfang nicht so lange aufgeladen hätte, wäre es vielleicht was geworden. 5, 4, 3, 2, 1. Ihr müsst auf jeden Fall versuchen, beim Schlag mit dem Baseballschläger, dass die Spitze des Schlägers... das Ding trifft, dann fliegt er nämlich nochmal weiter, als wenn ihr mit dem Stiel den trefft, aber das läuft auch nicht so ganz, wie ich das auf dem 3DS gemacht habe. Wir versuchen es nochmal. Einmal so, nochmal so und nochmal so und dann 1, 2, 3, 4. Fuck, okay. Da wollte ich zu sehr die Spitze. 1, 2, fuck. Nochmal. 1, 2 und 3 und dann 1, 2, 3, 4. So, 151. Ich glaube, 5-mal habe ich zugetreten auf dem 3DS. Jetzt habe ich nur 4-mal zugetreten und deswegen reicht es auch nur für 950 Meter. Ich muss es mit 5-mal zutreten probieren. Also 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Das sieht schon besser aus. 168%. Das sollten die 1000 Meter sein. Ja, 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 locker. Auch die 1100, nicht die 1195, die ich auf dem 3DS hatte, da hatte ich, wie gesagt, glaube ich, 174% zugefügt, während er in der Luft war, aber so ging es auch. Also so macht man es auf jeden Fall relativ easy. Dreimal smashen zur Seite und 5-mal einfach zur Seite und A und dann... Ich will es nicht nochmal machen. Warte. Ja. Und dann kriegt man die 1000 Meter auf jeden Fall locker zusammen mit Ganondorf. Ist für mich die einfachste Variante gewesen. Wir haben Earthbound als Meisterwerk freigeschaltet. Das ist auf jeden Fall schon mal die Bestätigung, dass es Meisterwerke noch freizuschalten gibt. Und wir haben Daisy im Baseball-Outfit bekommen. Und wir haben King K. Rool bekommen. King K. Rool für Erziele mit Ganondorf mindestens 1000 Meter in Home-Run-Wettkampf. Okay, das Spiel weiß wohl schon, dass das alle mit Ganondorf gemacht hätten, sonst hätten sie nicht für extra für Ganondorf einen eigenen Meilenstein gemacht. Erziele mindestens 1000 Meter im Home-Run-Wettkampf und erziele mit Ganondorf mindestens 1000 Meter im Home-Run-Wettkampf. Und hier, erziele mindestens 600 Meter im Home-Run-Wettkampf. Das waren die drei Trophäen. Beziehungsweise die drei Meilensteine. Eine Demo-Version von Earthbound ist verfügbar. Die 1000 Meter im Home-Run-Wettkampf geschafft. Super! Home-Run-Wettkampf. Dann gehen wir als nächstes in den Scheibenbomber. Den kennen wir auch. Oh, es gibt drei Stages. Das ist interessant. Auf dem 3DS gab es nur Stage 1, glaube ich. Die sieht zumindest so ähnlich aus. Und auch hier habe ich ja auf dem 3DS das Ganze eher offscreen gemacht. Wie ich hier den Kram geschafft habe und so. Ich glaube, ich habe das mit... Habe ich das mit Ike gemacht damals? Oder habe ich das mit Little Mac gemacht damals? Ich glaube, ich habe das mit Little Mac gemacht damals. Little Mac. Machen wir nochmal. Bereit? Los. Ja, auf jeden Fall habe ich das ja auf dem 3DS auch offscreen gemacht, wie ich da... Oh, das war schon mal scheiße. Wie ich hier alle roten Ziele zerstört habe. Ich werde das so machen. Ich werde das Ganze ein bisschen offscreen spielen. Und zwar ein paar Mal.
Wir werden jetzt hier so zwei oder drei Versuche pro Stage machen, einfach mal. Oh, das war, denke ich mal, kein schlechter erster Versuch. Sensationell! Also, ich würde sagen, dass... Ja. Also, entweder wurde es einfacher gemacht, oder ich habe einfach nur Glück gehabt. Finde ich gut. Mag ich. Erziele mindestens Wattebombenwerfer für Diddy Kong und 5000 Gold. Oh, 5000 Gold ist gut. Besiege, erziele die Wertung perfekt auf einer beliebigen Stage von Scheibenbomber. Und was war die andere? Das war die hier. Erziele mindestens 15.000 Punkte auf Stage 1 in einer Partie Scheibenbomber. Alles klar. Ja, eigentlich wollte ich sagen, ich versuche so zwei, drei Versuche pro Stage. Jetzt haben wir nur einen gebraucht für Stage 1. Und wie gesagt, wenn ich es jetzt für Stage 2 und 3 nicht auf Anhieb schaffe, dann werde ich euch einfach hinten an den Part dran knallen, wie ich es dann geschafft habe. Also ich werde es einfach mal ganz oft probieren. Und wenn ich es dann irgendwann geschafft habe, dann knalle ich es, wie gesagt, hinten dran. Die Smash-Faktor-Werte sehen hier so monsterniedrig aus, weil so viel weniger Leute dieses Spiel spielen wie die 3DS-Variante. Auf der 3DS-Variante hatte ich überall immer so 1-Millionen-Werte, was die Smash-Faktor anbelangt. Ich habe da jetzt einfach mal eben 50.000 nur gehabt, obwohl ich alles abgeräumt habe beim Scheibenwurf. Das war sehr merkwürdig. Egal, wir sind gerade eingespielt, Lil Mac. Darf der auch Stage 2 probieren? Ich habe keine Ahnung, ich habe das Spielfeld noch nicht gesehen, deswegen kloppe ich hier einfach mal ein bisschen drauf und schlage den einfach mal rüber. Mal sehen, was passiert. Okay, das war scheiße. Dann können wir eigentlich schon neu starten, wir haben ja quasi gar nichts kaputt gekriegt. Egal, ich versuche es trotzdem. Okay, wir müssen die Bombe da unten auf jeden Fall zum Explodieren bringen, das ist klar. Das haben wir nicht geschafft, deswegen können wir das Ganze nochmal neu probieren. Das hat auf jeden Fall schon mal mehr gebracht, aber ich glaube trotzdem nicht, dass wir da oben alle abräumen und trotzdem noch gleichzeitig hier vorne alle abräumen. Das wird wohl nichts. Ich habe drei Versuche pro Scheibenbomber und dann schneide ich euch meinen finalen Versuch hinten dran. An den Part. Das war dann doch gar nicht so scheiße, wie ich das erwartet hatte. Einmal probieren wir es noch. Verdammt, flieg! Scheiße. Okay, nee, warte, das zählt nicht. Da schlägt er einfach am Kackding vorbei. Die Bombe darf, glaube ich, nicht am selben Fleck explodieren, wo auch... die andere Bombe explodiert. Die sollten, glaube ich, separat explodieren, weil so ist quasi zwei Explosionen gewesen, aber beide an derselben Stelle und zur selben Zeit. Das hat sie, glaube ich, nicht ganz so viel gebracht. Nee. Sieht nicht so gut aus. Naja, schade. Egal, wir waren zweimal knapp dran, würde ich sagen. Der letzte Versuch und dieser Versuch, die waren beide gar nicht so schlecht. Der letzte hat aber noch mehr Punkte gebracht. Ich schneide euch, wie gesagt, den finalen Versuch dran, wenn ich es bis zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung geschafft habe. Also wenn dieser Part kommt und ich es bis dahin noch nicht geschafft haben sollte, alles abzuräumen, dann wird das in irgendeinem späteren Part hintergehängt. Aber ich schneide es auf jeden Fall irgendwo bei irgendeinem Part gegen Ende dran. Das kann ich euch versprechen. Sobald ich es geschafft habe, ja, frühestens an diesem Part hier, spätestens an den letzten Part. Aber irgendwann wird es auf jeden Fall kommen. Krawallhydrant von Pac-Man. Erziele mindestens 20.000 Punkte auf Stage 2 in einer Partie Scheibenbombe. Ja, leider habe ich nicht alles abgeräumt. Wäre mir lieber gewesen als die 200.000 Punkte. Dann schauen wir uns Stage 3 nochmal an. Oh Gott, nee, jetzt machen wir hier nochmal dieselbe Stage, ne?
So, so, so und so. Ich will die andere Stage haben. Ja, du mich auch mit Scheibenbomber. Stage 3. Scheibenbomber. Little Mac. Richtungswechsel und Angriff. Los! Oh Gott, was ist das denn? Warte, das machen wir nochmal neu. Ich hätte mir die Stage vorher zumindest mal grob anschauen müssen, um nicht dann total überrascht zu sein, dass die Kugel dann irgendwo durchfliegen kann. Ja, wow. Die Bombe ist leider nicht hochgegangen. Das hatte ich irgendwie erwartet, dass das passiert. Muss ich die eigentlich so losschicken, dass die mitten im Flug losgeht? So ungefähr. Fast! Fast! Wenn die Steinbrocken nach unten rechts geflogen wären, dann hätten wir es sogar geschafft. Da versuchen wir nochmal. Okay. Wenn ich das jetzt so gut einschätzen könnte, also rein theoretisch sollte die Mitte hochfliegen und genau an der Stelle explodieren, wo jetzt quasi die beiden schrägen langen Steinkanten sind. Also wenn man von dem weiter beim E, beim ersten E nach unten geht, ungefähr auf Höhe des komischen Risses, das da drin ist, da in dieser komischen Steinsäule da. Genau da müsste die explodieren. Weil die zweite Bombe ist, glaube ich, hier in der Wii U-Version stärker als die erste, wenn ich das recht erinnere. Und dann sollte die dort explodieren, die Bombe unten rechts zünden und die sollte dann die Steine rechts in die anderen Bomben, in die Scheiben ganz rechts reinkatapultieren. So rein logisch betrachtet. Aber ich werde die Bombe nicht dorthin transportieren können. Das bin ich mir relativ sicher, dass ich das nicht hinkriege. Koordinatorisch. Oh Gott, das war viel zu früh. Das war viel zu früh. Das war viel zu früh. Ja, das war viel zu früh. Ah ja, du mich auch. Nächster Versuch. Ach, hier war der erste Versuch natürlich wieder der beste. Oh nein, warum habe ich... Ja, wow. Ich wollte doch noch gar keinen Smash machen, Mann. Warum schlägt er die denn schon weg? Oh, oder? Na. Weiß nicht, ob das so gut ist. Bereit? Los! Ach, schade. Ein Versuch machen wir noch. Bereit? Los! Oh Gott, warum? Ja, das zählt nicht als Versuch. Bereit? Los! Manchmal mache ich einfach aus Reflex einen Smash-Angriff und merke dann erst, nachdem ich ihn gemacht habe, wie doof das eigentlich war. Ist natürlich ärgerlich, dass diese eine blöde Scheibe da oben stecken geblieben ist. Wenn die weg wäre, dann sähe das echt gut aus. Dass wir die große Bombe hier unten irgendwie explodieren lassen könnten. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ja, das war nichts. Die hätte weiter unten explodieren müssen. Naja, gut, das war's mit dem Scheibenbomber. Wie gesagt, ich schneide euch die beiden erfolgreichen Versuche von Scheibenbomber 2 und 3 hinter, sobald ich es geschafft habe. Gibt doch keinen Meilenstein dafür. Okay, hier müssen wir wahrscheinlich über 30.000 oder 300.000 Punkte kommen, um dorthin zu kriegen. Egal. Multismash. Fangen wir mit dem 10er Smash an. Wähle deinen Kämpfer.
Welchen Charakter habe ich das denn gemacht? Und ich glaube mit... Mit... NES hatte ich, glaube ich, den absoluten Rekord auf dem 3DS. Oder mit Meta Knight. Nee, mit Meta Knight war der zweitbeste Rekord, aber ich fand auch das mit Lil Mac am einfachsten, da wir Lil Mac jetzt aber schon so häufig hatten, nehmen wir hier einfach mal Zero Suit Samus. Wie gesagt, ein einzelner Stadion-Part, als nächstes kommt der Classic-Modus und dann starten wir mit den Missionen. Ja, und der 10er Brawl ist natürlich mega einfach, ne? Fliegen hier alle instant raus. Und der letzte ist eine große Variante von uns. Neuer Rekord! Ich glaube, das musste man auch irgendwie unter 10 Sekunden schaffen, damit man meinen Stand auf der 3DS-Version kriegt. Nein, ich wollte es nicht nochmal machen. So. Wähle deinen Kämpfer. Wir machen bei 100 das Smash. Meisterin 10er Smash gibt 100 Gold, Meisterin 10er Smash innerhalb von 25 Sekunden. Oder vielleicht waren es auch innerhalb von 25 Sekunden, aber es wäre ein bisschen sehr wenig. Egal, wir haben Abendkleidung dafür gekriegt. Ein Kostüm für einen Mii-Kämpfer. 100er Smash. Auch sie sieht zusammen das gleich. Wenn sie schon mal, sie ist jetzt ein bisschen geübt da drin. Und nehmen wir einfach mal den weißen Anzug. So, hier verhalten sich die Mii-Kämpfer schon etwas geschickter und fliegen auch nicht ganz so leicht raus wie beim 10er Smash, zumindest kommt mir das so vor. So, und schau. Und schau. Schau. Ich hab ganz vergessen, dass diese Waffe hier so praktisch ist. Okay, der Powerblock kommt auch wieder. Alle 25 Kämpfer kommt ein Spezialfighter, in dem Fall jetzt eben war das Lucario. Aber ich glaube, der ist auch festgelegt irgendwie, der wechselte sich nie. Zumindest kam es mir bei der 3DS-Version so vor, dass immer, wenn ich mit demselben Charakter gekämpft habe, auch immer dieselben Figuren zur selben Zeitpunkt kamen. Ich habe das ja mit Yoshi hinterher ein paar Mal gemacht. Um Geld zu farmen. Bis ich dann gemerkt habe, dass es so wenig Geld bringt, dass es gar nichts bringt, im Endeffekt. Aber... Ich meine, es kamen immer dieselben dann. Also dieselben Fighter zum selben Zeitpunkt. Alter, Dr. Mario, du nervst gerade ziemlich. Hat dir schon mal jemand gesagt? Wenn nicht, dann hast du es jetzt wohl hoffentlich kapiert. So, jeder Charakter hat irgendeinen Move, mit dem man die alle wegkloppen kann. So, auf dem 3DS musste man es ja auch für einen Meilenstein mit jedem Charakter schaffen, den 100er Smash, was ziemlich nervig war. Und wie gesagt, man muss halt nur den Move finden, den jeder Charakter hat. Zum Beispiel bei Donkey Kong und bei Pikachu ist es die unten B-Attacke und bei Zero Suit Samus hier die Seite B-Attacke. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Entweder daran, wie viel Schaden du hast... Oder wie viele Mies du bereits besiegt hast. Auf jeden Fall kommt es mir immer so vor, als wenn gegen Kampfende die Mies stärker werden. Hab dafür aber noch keine Bestätigung von irgendwem gehabt. Also wenn ihr da was wisst, könnt ihr mir das natürlich gerne schreiben. Bei mir ist das bislang immer nur so eine Vermutung, weil es mir immer halt so vorkam. Als wenn die späteren Mies, die kamen, immer mir schneller Schaden machen konnten. Und mich öfter getroffen haben als die ersten. Zum Beispiel hier so einen Luftangriff haben die ersten ja gar nicht gemacht. Wir müssen das, glaube ich, unter 3 Minuten schaffen, wenn es dieselben Meilensteine sind wie auf dem 3DS. Also muss ich jetzt auch langsam mal wen treffen, verdammt. Warum treffe ich denn gar keinen mehr? Hier fliegt mal raus. Willst du mich jetzt verarschen? Der hat mich jetzt nicht fast rausgekillt. Die letzten verkackten Kämpfer hier. Nicht dein Ernst, beim letzten Gegner gescheitert! wie lächerlich ist das denn? Bereit, los!
ernsthaft, ich bin auf der verkackten 3DS-Version, glaube ich, selbst mit den Charakteren, mit denen ich überhaupt nicht umgehen konnte, habe ich diesen Modus hier geschafft. Und hier verkacke ich mit einem, mit dem ich eigentlich relativ, ja, ganz okay war. Wie peinlich ist das denn bitte? Oh Gott. Wenn ich nicht alles drin lassen würde, würde ich es rausschneiden. Das ist ja schon mal mega peinlich, im 100er Smash zu verlieren. Alter. Und dann auch noch beim letzten Gegner, der mit einem verkackten Treffer rausgeflogen wäre. Dann schmeiß ich den Scheiß ins Aus, das kann nicht wahr sein. Ja, siehst du, jetzt kam wieder Lucario. Dann müsste wieder Dr. Mario bei der 100 kommen. Ich weiß gar nicht, wer bei der 75 kam, aber bei dem Nö kommt ja immer die große Variante von euch. So. Könnt ihr mich eigentlich verarschen? Die gehen viel stärker aber jetzt auf dem 3DS, das muss man auf jeden Fall sagen. Dass ich mal über 100% bei 50 besiegten Gegnern hatte, kam da ziemlich selten vor. Und hier sterbe ich jetzt schon wieder fast und ich habe noch nicht mal die Hälfte besiegt. Oder gerade mal die Hälfte besiegt. Alter, ist das schwer geworden! What the fuck? Also ich hoffe, dass dieser Kack-Meilenstein nicht mehr da ist, wo man mit jedem diesen Modus schaffen muss. Weil wenn er wirklich so schwer geworden ist, dann werde ich das mit den Charakteren, mit denen ich schlecht bin, so ein Pit oder so, werde ich das niemals schaffen. Also mit Palutena auch. Apropos Pit, dunkler Pit war bei 75. Über 200%, Alter, wir sind sowas von tot. Wenn jetzt die letzten Kackviecher kommen hier. Alter, dunkler Pit, jetzt stirbt doch endlich. Jetzt mich verarschen, er lebt immer noch. Ich habe ihn jetzt 5-mal oder so getroffen. 6-mal habe ich ihn jetzt getroffen oder so. Der lebt immer noch, jetzt habe ich ihn das 8. Mal. Jetzt geht drauf, Mann. So. Natürlich schaffe ich jetzt den Riesensamus, warum auch nicht? Ach, jetzt habe ich sie rausgehauen, ja? Mann! 3 Minuten und 1 Sekunde, ist nicht dein Ernst? Ich habe jetzt... Oh. Der heutige Part, der hasst mich. Der heutige Part hasst mich einfach. Im 3DS gab es einen verkackten Meilenstein, wenn man diesen Modus in unter 3 Minuten geschafft hat. Und ich habe jetzt 3 Minuten und 1 Sekunde. Eine verkackte Sekunde. Nein, wir werden jetzt nicht den Modus nochmal machen. Alter, das ist so doof. Ist aber auch schlecht gemacht, dass automatisch der A-Knopf halt gleich automatisch neu starten ist. Weil man spammt halt dann manchmal immer A, wenn man zurück zum Menü will. Dann landet man immer wieder im Kampf drin. Ja, Meisterin, 100er Smash, wow. Aber die zweite verkackten Meilenstein gibt es nicht für unter 3 Minuten. Ja, zum ersten Mal 100er Smash, ja, leck mich. Dann schauen wir uns doch den 3-Minuten-Smash an. Der wird jetzt 3 Minuten dauern. Entweder hat dieser Part jetzt Überlänge oder ich habe mittendrin einen Cut gemacht. Das weiß ich noch nicht. Das seht ihr dann ja. Nehmen wir jetzt mal Lucina. Weil die hat ein Schwert und damit eine größere Reichweite. Vielleicht bringt das was. Keine coole zur Seite B-Attacke, mit der ich alle rauskloppe. Aber dafür kloppe ich mit meinen normalen Schlägen alle raus.
Boah. Wenn man sonst nicht zu viel hat, kann man sich hier hinstellen und alle möglichen Gegner rauskloppen. Also jetzt habe ich gleich 50 Gegner in einer Minute geschafft. Warum konnte das eben 100er Brawl nicht so funktionieren? So, geht weg. Pikachu, du besonders. Du bist ja Gegner Nummer. Verkackt nochmal 45. 75. Schaffen. Dann ärgere ich mich zwar, warum ich dann eben die 100 nicht in 3 Minuten geschafft habe, aber ich glaube, dafür gab es auf dem 3DS auch einen Meilenstein. Baby Bowser ist weg. Der Bowser Junior. Nicht mehr rausfliegen, weil sonst geht das als gescheitert. Du musst die 3 Minuten halt auch schon überleben. Nein, 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 nein. Sehr schön. 118. Am Ende habe ich mich natürlich extra defensiv verhalten. Ich glaube, A war jetzt wieder Neustart, ne? Das ist sowas von zum Kotzen. Wer kommt auf die verkackte Idee? Oh. Da hat sich das Spiel erstmal fast aufgehängt. Wer kommt auf die verkackte Idee, auf A sofort Neustart zu drücken? Das war, glaube ich, in Brawl schon so. Wer kommt auf die blöde Idee? Das ist genau derselbe Typ, der, glaube ich, bei Mario Kart 8 vor dem Patch nach jedem Rennen auf den ersten Punkt Highlights ansehen und nicht nächstes Rennen geklickt hat. Kein Typ will sich die verkackten Highlights nochmal angucken. Man will sofort das nächste Rennen. Genauso wie hier. Man will gar nicht das Level nochmal spielen, wenn man es schon geschafft hat. Wenn man verloren hat, dann will man es vielleicht nochmal neu spielen. Aber wenn man es geschafft hat, dann will man es nicht nochmal neu spielen. Dann will man halt zurück ins Menü. Warum legt man das dann nicht auf A? Weil das ist der erste Knopf, den man drückt. So, hier Ziele 60 oder mehr K.O. in einem einzigen 3-Minuten-Smash. Das war jetzt kein großes Problem. Echt nur 60? Es gibt nur für 60 eine verkackte Trophäe. Ich hasse euch alle. Gegner Smash, den werde ich richtig verkacken. Da habe ich nämlich nur richtig Glück gehabt auf dem 3DS, dass ich das mal geschafft habe. Man kämpft gegen einen Konkurrenten an, der denselben Kämpfer hat wie du. Und man muss halt versuchen, die bessere Differenz zu haben. Also die Differenz wird an Punkten gezählt. Jedes Mal, wenn man hier einen killt, bekommt man quasi Plus ein. Wenn er einen killt, kriegt man Minus ein. Das Gesamtergebnis zählt dann. Auf dem 3DS muss man, glaube ich, einen Wert von 50 haben. Das Problem ist, er hat unendlich viele Leben. Das ist immer, wenn man ihn killt, respawnt er einfach. Während wir halt nur ein Leben haben und dann verdauen. Mal rausgekloppt. Wie gesagt, er hat unendlich viele Leben, also er kommt halt einfach immer wieder.
Und da fährt er jetzt gerade in seinen Tod, wie es aussieht. Wer konnte sich doch nochmal retten? Da sah es eben so richtig gut aus, jetzt hat er wieder verdammt nochmal aufgeholt. Nur plus 30, so eine Kacke. Es lief so gut am Anfang, weil er einfach nichts gemacht hat, außer nur Mist. Und dann, je weiter wir kamen, umso, ja, vor allem nachdem er sein erstes Leben verloren hat, wurde er immer besser und besser und besser und hat unseren Punktevorsprung am Ende sogar noch verringern können. Leider. Dann waren nur 30. Auf dem 3DS braucht man, wie gesagt, 50. Hier brauche ich jetzt hier mehr als 20 Punkte in einem einzigen Gegner-Smash. Naja. Ich glaube, auf dem 3DS braucht man 50, wie gesagt. Wir haben halt nur 30. Und dann gibt es noch den Endlos-Smash. Den schauen wir uns nicht an, weil es ist halt, wie gesagt, endlos einfach. Also kommen halt endlos viele, solange bis du tot bist. Und den brutalen Smash schauen wir uns nochmal an, damit ich euch kurz zeigen kann, wie schnell man sterben kann. Da habe ich mir extra ein Tutorial im Internet angucken müssen, mit welchem Charakter man das am besten macht. Und da war eine Taktik mit Kirby. Man fliegt die ganze Zeit in der Kante und macht die ganze Zeit die oben B-Attacke. Und hofft halt drauf, dass die Gegner sich dann irgendwann gegenseitig runterschieben, weil die können sich nicht an einer Kante festhalten. Das ist der Vorteil, den man hat. Man kann es mit der unten B-Attacke, man kann es auch mit der oben B-Attacke machen. Ihr seht, die hauen uns schon bei wenig Schaden weg. Und schon hat man den ersten Kill. Wie gesagt, die schieben sich halt gegenseitig so ein bisschen zur Seite. Und sie können sich halt nicht an der Kante festhalten. Was halt jedes Mal einen Kill bedeutet, wenn wir sie an der linken Seite treffen. Und sie halt somit rechts von der Kante runterfallen. So, jetzt schieben sie sich wieder ein bisschen. Aber leider haben wir diesmal keinen rausgekriegt. Jetzt sind wir auch nicht mehr weit genug nach links gekommen. Warte, jetzt schieben sie wieder. Ah, ne, ich war nicht weit genug links. Nein, verdammt. Ah, nur 3. Okay, egal. So kann man sich auf jeden Fall die Dinger darüber schieben. Jedes Mal entweder mit der oben B oder mit der unten B-Attacke. Mit der oben B könnt ihr die ganze Zeit ein bisschen Schaden machen. A gedrückt. Wie gesagt, wer auf die beschissene Idee kam, auf den A-Knopf erneut spielen zu legen, der gehört gefeuert. Ja, ist gut. So. Wähle deinen Kämpfer. Haben wir 3 halt besiegt. Ich glaube, da brauchte man auch 5 oder so für einen Meilenstein. Ihr wisst ja, wie es geht. Ja, Duck Hunt. Oh, eine neue Stage. Die Duck Hunt Stage. Die haben wir sogar schon gesehen, als wir gegen das Duck Hunt Duo gekämpft haben, um sie freizuschalten. Die kriegen wir, wenn wir einen K.O. im Brutalo Smash machen. Cool. Duck Hunt wurde freigeschaltet. Da kommt Retro-Laune auf. Ein Spiel, von dem ich vorher noch nie was gehört hatte, bevor das Duck Hunt Duo hier angekündigt wurde. Auf jeden Fall sind wir jetzt mit dem Arena-Part durch. Mit dem Stadion-Part, wie wird? Ich weiß nicht, ob ich das in 2 Parts splitten muss, weil es zu lang geworden ist, der Part. Wenn ja, dann habt ihr es ja mittlerweile gesehen. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Ja, wie gesagt, in einem der nächsten Parts wird irgendwann auf jeden Fall oder vielleicht sogar schon in diesen die erfolgreichen Scheibenbomber-Szenen hinten rangeknallt. Und im nächsten Part widmen wir uns im Classic-Modus. Also, bis dann und auf Wiedersehen. Bereit? Los! Sensationell!
neuer Rekord. Bereit? Los!